Und sollte sich irgendjemand wundern, dass ein Mann Gottes so wenig von Pazifismus hält, so hat er es nicht gelesen. Das Joachim-Evangelium, in dem geschrieben steht, auch wenn dir niemand auf die linke Wange schlägt, so gehe hin, siehe, ob es was für dich zu holen gibt und schmeiß den Panzer an. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen diese Besatzung aus aktuellem Anlass. Im Internet formiert sich Unmut und der Wunsch nach mehr Qualität im deutschen Fernsehen. Wir nehmen diese Forderung sehr ernst, können sie aber leider nicht erfüllen. Sorry. Deswegen geht es jetzt weiter mit Unterhaltung. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zum ZDF Bürgercheck. Wir fragen Sie, haben Sie die richtigen Informationen? Haben Sie die richtigen politischen Einstellungen? Passen Ihre Informationen zu den Einstellungen? Und wer sagt, dass man für politische Einstellungen überhaupt Informationen braucht? Und hier kommen unsere Kandidaten aus Schweinfurt, unser Champion, der Josef. Es gibt Menschen, die sind politikverdrossen. Der Josef ist schon einen Schritt weiter. Für die Jugend aus Rosenheim, der Jochen. Seine Schülerzeitung. Seine Schülerzeitung nennt ihn den schönsten Linken aller Zeiten. Und aus Leipzig die bezaubernde Susi. Sie hat... Sie hat schon mehrere politische Systeme ausprobiert. Toll, Susi, man sieht dir die ganzen Umbrüche gar nicht an. Kommen wir nun also zu unserer Einstiegsfrage. Wer hat den Koalitionsvertrag gelesen? Död! Ich nicht. Död! Ich auch nicht. Das ist richtig, den hat keine Sau gelesen. Hup! Natürlich, ich habe den gelesen. Das? Die haben zum Beispiel klammerheimlich diesen Passus rausgenommen mit der militärischen Zurückhaltung Deutschlands. Ja, Jochen, das ist falsch. Nein, das ist richtig. Ja, aber dann wissen Sie mehr als der Moderator und das ist falsch. Nächste Frage. Nächste Frage, Josef. Ich hätte noch mal Bundeswehr 100 nehmen. Wunderbar. Was meint Frau von der Leyen, wenn sie sagt, Gleichgültigkeit ist keine Option? Das ist mir total wurscht. 100 Punkte für Originalität. Welche Partei ist die des Pazifismus? Hup, das ist einfach, das ist die Linke. Ja, aber das ist zu einfach und deshalb falsch. Moment, halt, wieso ist das falsch? Das ja, weil die Linke eine zu klare Alternative ist. Ja, aber ist doch gut, eine klare Alternative. Ja, aber dann funktioniert unser Spiel nicht mehr. Susi! Ich nehme die Kategorie, wer hat's erfunden? Für 100. Sehr gut. Wer hat den Mindestlohn erfunden? Dad! Der SED. Och, originell, aber die steht nicht mehr zur Wahl. Död! Von mir aus eben der SPD. Nein, die glaubt nur, sie hätte ihn erfunden. Död! Die CDU? Nein, die hat die Ausnahmen vom Mindestlohn erfunden. Hup! Die Linke. Das ist richtig, aber irgendwie auch populistisch und deshalb falsch. Was? Ich hab das... Kommen nun! Kommen wir nun! Kommen wir nun zu unserem Bilderrätsel. Erstes Bilderrätsel. Welche politische Forderung wird hier konsequent umgesetzt? Bäb, wer betrügt, der fliegt. Kommen wir zum nächsten Rätsel. Was denkt Landwirtschaftsminister Friedrich in diesem Moment? Dad, warum muss ich immer mal Rübe hinhalten? Fast. Dad, der braucht Hilfe, den Rettich. Ja, beinahe. Hup, endlich ein abhörsicheres Handy. Jochen, das ist richtig. Das ist die erste richtige Antwort für Jochen. Großartig. Also,
Kategorie. Sie nehmen Demokratie 200. Was? Sie nehmen Demokratie. Was ist Demokratie? Död! Markthindernis. Sehr gut. Wir sammeln mal. Hup, Demokratie ist die beste aller Regierungsformen. Kommen wir zur nächsten Frage. Moment, kann man das nicht debattieren? Jochen, oder? Ihre Redezeit ist um. Was? Tut mir leid, bei uns bekommt die Opposition nur wenig Redezeit. Was, warum? Das Moment mal, die Fragen stelle immer noch ich. Död! Wie war die Frage jetzt nochmal? Hab ich vergessen. Kommen wir zur Sonntagsfrage. Wen würden Sie wählen, wenn nächsten Sonntag Europawahl wäre? Union, SPD, FDP, die Grünen oder die AfD? Josef. Du Haubentaucher! Wie oft habe ich denn schon gesagt, ich gehe nicht zur Wahl, ich bin nicht Wähler. Richtig, natürlich. Voll Idiot. Dann Susi, wen würdest du wählen? Oh, da muss ich auch jetzt raten. Ich nehme mal die CDU. Das ist richtig. Hup! Moment, da fehlt eine Antwortmöglichkeit. Ich will die Linke wählen. Ja, das weiß ich, aber Sie wählen die Grünen. Was? Warum? Weil Sie dazugehören wollen. Gerne vom Wechsel reden, aber Angst vor Veränderungen. Nein, ich will die Linke. Ich gebe Ihnen 500 Punkte, wenn Sie die Grünen wählen. Nein, ich will eine wahre Regulierung der Finanzmärkte, wahren Pazifismus. Ich möchte... Ja, das will jeder, aber deswegen muss man nicht gleich so wählen. Ne? Außerdem fressen die Linken kleine Kinder. Moment, das stimmt nicht. Das ist Populismus. Jetzt hat der Schorsch von der AfD, der hat es auch gesagt. Genau, und der Politprofi weiß nie, darf man die Partei wählen, die den eigenen Einstellungen entspricht. Warum denn nicht? Überlegen Sie, Jochen. Unter den Grünen ziehen wir in den Krieg. Die CDU beschließt den Atomausstieg und die Sozis ruinieren den Sozialstaat. Na, merken Sie was, Jochen? Oh Gott, das heißt, wenn ich die Linken... Das heißt, um meine Ziele zu erreichen, muss ich die FDP... Moment, ich sehe, was Sie hier versuchen. Sie versuchen, den Leuten Angst zu machen, eine echte demokratische Alternative zu wählen. Das war der ZDF-Bürgercheck. Ich hoffe, Sie haben die richtigen Einstellungen, denn eine Wahl haben Sie ohnehin nicht. Hallo, ich bin Nico Semsrott und ich absolviere hier ein Praktikum in politischer Aufwiegelung. Ja, ich habe eine phasenweise pessimistische PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Das sind die, und zwar über die Chancen und Perspektiven von Depressionen im 21. Jahrhundert. Warum immer alles negativ sehen? Man kann doch an sowas wie Depression auch mal positiv rangehen. Ja. Worum geht's in diesem Vortrag? Weiß ich auch nicht. Wollt ihr mehr sehen? Ja? Okay. Dann seht ihr hier jetzt mehr. Das ist deshalb so komisch, weil es gleich klingt, aber unterschiedlich geschrieben wird. Und das ist witzig, ne? Deswegen wird der Witz so oft gemacht, weil er so gut ist. Worum geht's jetzt in diesem Vortrag? Im nächsten Bild sehen wir eine Tag-Cloud. Das heißt, je größer der Begriff, desto häufiger kommt das Thema im Laufe dieses Vortrags vor. Ja. Themen, um die es jetzt nicht gehen wird. Minnegesang vor 1175. Es geht auch nicht um die Irrawaddy-Delfinpopulation im Mekong-Delta und auch nicht um Angstneurosen in Hannover, auch wenn das sicher hammerspannend wäre. Wer wegen eines dieser Themen eingeschaltet haben sollte, ist ein Trottel. Yeah. Worauf beruht das Ganze? Klar, auf versteckten Botschaften. In diesem Wort steckt ja auch noch ein anderes drin. Ist ein Klassiker mittlerweile, ne? Oder in diesem Wort? Oder in diesem Wort? Ja. Wenn man genau hinguckt, sieht man's, ne? Ja, zurück zum eigentlichen Thema, Chancen und Perspektiven von Depressionen im 21. Jahrhundert. Mein Vorschlag ist die Einrichtung eines Depressionsfonds 13+. Was hat es mit diesem Depressionsfonds 13+ auf sich? Als Kleinanleger steckt man dort sein Geld rein und dieser Fonds investiert es wiederum ausschließlich in Unternehmen, die ihre Gewinne mit Depressiven machen.
Warum ist das eine super Idee? Der moderne Mensch hat ein Können und diesem Können stehen Anforderungen gegenüber. Der moderne Mensch befindet sich in einem ständigen Spannungsfeld zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Das sind jetzt Symbolbilder, ne? Es geht gar nicht um die Person. Wichtig war nur, dass da ein Unterschied zu sehen ist. Ja, in Bezug auf mein Leben, es gibt ein Spannungsfeld zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Wichtig ist bei diesem Konflikt einfach nur, dass man immer mehr können soll, als man kann. Ja, und das ist ja ein Spannungsfeld, was im 21. Jahrhundert alle Menschen teilen. Und das macht Depression im 21. Jahrhundert zu dem Wachstumsmarkt schlechthin. So gesehen gibt es drei Zielgruppen an verzweifelten Menschen in unterschiedlichen Graden. Es gibt die ein bisschen Verzweifelten. Für diese Menschen hat die Wirtschaft Lösungen im Angebot, und zwar die Pharmabranche. Ziemlich Verzweifelten ist es die Schönheitschirurgie und für die vollkommen Verzweifelten Seile, Waffen, Bahn etc. Das heißt, abschließend können wir also zusammenfassen: Wachstumsprognose von Depressionen sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Nico, da war schon sehr viel Schlimmes dabei, aber ich glaube, die Wirklichkeit hat uns bereits überholt. Das heißt, es ist noch schlimmer? Ja, ja. Haben Sie schon mal ein Praktikum gemacht bei der Deutschen Bank? Nee. Ich bin vielleicht Misanthrop, aber so weit geht mein Menschenhass dann auch nicht. Ach, verstehe. Schade. Schade. Hätte Ihnen gefallen. Ja. Hätte ihm wirklich gefallen. Die Deutsche Bank hatte bis vor kurzem einen Fonds im Angebot, der hätte glatt von ihm sein können. Die haben 500 amerikanischen Rentnern Gesundheitsdaten abgekauft, die Deutsche Bank, und haben sich vorgestellt, was wäre denn, wenn diese Rentner Lebensversicherungen hätten. Nur vorgestellt. Und aus diesen imaginierten Lebensversicherungen haben die dann einen Fonds entwickelt, da haben sie Geld anlegen können. Und das hat so funktioniert, wenn diese echten Menschen, diese echten Rentner, in Wirklichkeit früher gestorben sind, als das von der Deutschen Bank vorausberechnet worden ist, haben sie als Anleger eine höhere Rendite bekommen. Tja, Kompass Live 3. Fragen Sie mal nach bei der Deutschen Bank, die reden jetzt nicht so gern drüber. Aber nein, das ist ein wunderschöner Prospekt. Die haben vorne da so ein Segelboot vorne drauf. Ich habe mich immer gefragt, wem zur Hölle kann denn die Deutsche Bank Wetten auf tote Senioren angeboten haben? Und die Antwort ist Rentnern. Die haben das Rentnern ins Depot gelegt, und dann hat die Deutsche Bank gesagt, Moment, wir haben alle Anleger darauf hingewiesen, auf die Risiken dieser Anlageform. Und zwar umfassend. Und umfassend ist das richtige Wort. Der Verkaufsprospekt von Kompass Live 3 war 200 Seiten dick. Da standen alle so die größten Risiken drin. Und als größtes Risiko, das stand da wörtlich drin, das größte Risiko wäre ein Durchbruch in der medizinischen Forschung oder verbesserte Behandlungsmethoden. Weil das Ableben der Referenzpersonen verzögern könnte. Das ist schon ein ganz schönes Risiko, wenn ich so gestorben werde, wie gedacht. Jetzt habe ich auch endlich das mit dem Segelboot vorne drauf verstanden. Weißt du, in der griechischen Mythologie hat man ja geglaubt, die Toten werden mit dem Floß ins Totenreich hinübergesetzt. Deswegen hat mir ein Goldstück mitgegeben für den Fährmann. Wie man hört, hat die Deutsche Bank nun das Ruder übernommen. Ich weiß. Ich weiß, viele werden jetzt ausrufen, oh, die Deutsche Bank ist kriminell. Das müssen wir, glaube ich, nein, Vorsicht, das ist plattes Bankenbashing. Wir müssen das Differenzierte betrachten. Ich habe hier einfach mal ein paar aktuelle Geschäftsprozesse der Deutschen Bank aufgezählt. Und die wollte ich Ihnen einfach nur vorlesen, dass wir es mal ganz differenziert. Also, wegen Steuerhinterziehung beim Handel mit CO2-Zertifikaten laufen Ermittlungsverfahren, unter anderem gegen Deutsche Bank-Chef Fitschen. Wegen Betrügereien mit hochriskanten Hypotheken muss die Bank 1,4 Milliarden locker machen. Wegen des Verdachts auf Prozessbetrug im Fall Kirch ermittelt die Staatsanwaltschaft. Wegen Betrugsverdacht wird gegen 150 Devisenhändler ermittelt. Wegen Verdacht auf Manipulation des Istafix drohen hohe Bußgelder. Wegen Manipulation am Libor musste die Bank 725 Millionen Buße zahlen. Wegen hochriskanter Wettgeschäfte, mit denen die Deutsche Bank auch deutsche Städte ruiniert hat, sind allein in Italien noch 600 Verfahren anhängig. Sie kriegen einen Eindruck. Wissen Sie was?